Guten Morgen, ich bin Ulrich. Es ist Sonntag, der 3.3.2019. Ich weiß gar nicht, warum ich 7.3. sagen wollte. So, ich bin ja sowieso schon in Berlin wegen den großen Save Your Internet Demos. Letzte Woche war Köln, diese Woche war Berlin, nächste Woche ist Bremen. Berlin ist jetzt allerdings so weit weg, dass ich mir gesagt habe, ja, kannst du hinfahren, dann musst du aber übernachten und am nächsten Tag nochmal eine Runde machen. Es ist jetzt 7:15. Ich stehe in Potsdam, Hauptbahnhof, und werde jetzt wahrscheinlich entweder bis, wie heißt das, Grunewald, bei einer Klinike Brücke. Da bin ich auch schon mal auf einer Trainingsstrecke gewesen. Und will jetzt eigentlich weiter, das müssten gut 10 Kilometer sein, also 15 Kilometer erfahrungsgemäß, weil das Navigationsgerät diesbezüglich nicht so ganz genau ist oder sehr ungenau. So, und dann kommt Westend, ist dann einmal quer durch den Grunewald durch, 20 Kilometer Luftlinie, also ungefähr 30 Kilometer Fußmarsch. Ich weiß noch nicht, das entscheide ich dann aber on the fly, wie ich das mache. Das ist der E11 auf dem Stück Den Haag-Königsberg, wo ich ja schon etliche Touren gemacht habe. Könnt ihr bei Gypsies ja auch gucken. Noch sind lange nicht alle Videos online. Das wird jetzt natürlich wieder das, was ich immer so vermeiden will, dass es so ein Flickenteppich wird. Hier ist ein Stück fertig, da ist ein Stück fertig. Und zum Schluss steht man dann da, wenn man sich im Leben was Wesentliches ändert, wie zum Beispiel der Umzug. Da stand ich dann auch in Schleswig-Holstein und musste den E1, E6 erstmal fertig bringen. Oder zuerst mal überhaupt das HVV-Projekt, was ein Flickenteppich war. Hier ein Stück fertig, wie man gerade auch hinkommt. So, was noch heute wesentlich anders ist, ich werde das erste Mal die GoPro mit auf Tour nehmen. Das, mit dem Ding werde ich so richtig noch nicht glücklich. Darum filme ich jetzt auch wieder mit der guten alten Zoom. Ja. Und wobei, da geht der Akku auch zu Neige, sehe ich gerade. Ja, und es gibt noch was anderes. Ich werde hier vom Auto aus loslaufen und dann unterwegs entscheiden, ob ich an der ersten oder an der zweiten Station dann hier nach Potsdam zurückfahre. Also anders als ich sonst mache, sonst fahre ich ja mit dem Auto zum Ziel, mit Bus und Bahn zum Start und laufe dann zum Auto zurück. Aber hier, das habe ich auch bei den Wanderungen durch Hamburg durch. Das war ja die allererste, die ich überhaupt gemacht habe. Also nicht die, da bin ich ja auch einfach nach Rheinbeck gefahren und dann bis Blankenese gelaufen, weil ich wusste, der Weg geht mehr oder weniger auf dem U-Bahn-Schacht läuft der Weg teilweise in Hamburg, der E1, E9. Und du kannst jederzeit aussteigen und jederzeit zurückfahren. Hier in Berlin sind wir ja auch mitten im Zentrum und ich habe gerade gesehen, wo ich heute Nacht auf dem Weg hierher lang gefahren bin, dass ich mehr oder weniger den Weg auch immer wieder gekreuzt habe mit dem Auto. Und gerade bin ich auch auf dem Weg hierher schon wieder ein Stück auf dem E11 gefahren. Ist wahrscheinlich kein sonderlich schöner Weg. Wobei das Stück hier von Potsdam bis zum Westend durch den Grunewald noch ein sehr schönes Stück sein soll. Meistens finden die, das ist mir in Hamburg aber auch aufgefallen, trotzdem wir dann mitten in riesengroßen Städten sind, Berlin und Hamburg, beiden größten deutschen Städte, finden die doch in diesen beiden Städten immer noch schöne Spuren, hätte ich fast gesagt, durch die Stadt durch. Also die Wegeplaner kennen sich offensichtlich vor Ort schon aus. Okay, und dann gehen wir jetzt mal los. Proviant habe ich hier nicht allzu viel dabei, weil ich davon ausgehe, dass ich unterwegs eine Infrastruktur haben werde, ähnlich wie die Jakobspilger das kennen. Dass es also keinen großen Grund gibt, da irgendwie jetzt im nennenswerten Umfang Getränke, Süßigkeiten und Ähnliches mitzuschleppen. Okay, dann melde ich mich gleich von der Strecke. Ach ja, und hier in Potsdam war ich ja auch schon mal. Da bin ich ja den E10 gegangen. Ich weiß noch, dass ich bereut habe, seinerzeit die Kamera nicht rausgeholt zu haben. Weil sich dann im späteren, ich wusste nicht ganz genau, wo ich war. Ich hatte hier seinerzeit die Strecken E10 drauf, aber nicht E11. Heute habe ich E11 drauf, aber nicht E10. Ja, das Gerät ist vom Speicher doch, das kann zwar viel speichern. Gut, GPX-Dateien sind auch nicht groß. Aber es ist doch irgendwo begrenzt. Da soll es demnächst auch noch zum Thema Navigation für Pilger, Wanderer und Fußgänger noch einen vierten Teil geben, wie man den Speicherplatz ein bisschen, den Speicherplatz nicht erhöht, aber die Datenmenge,
die GPX-Dateien hat, reduzieren kann. Ist eigentlich auch alles kein Hexenwerk, aber wird kommen. Gut, gucken wir mal, was der Tag bringt. Hier war ich schon mal. Und zwar aber da unten an der Ecke meine ich, dass ich seinerzeit überlegt hätte, wo ich denn weiter muss, weil da war der Weg nicht eindeutig. All dieweil, wie ich gerade ja schon einleitend gesagt hatte, ich mir nicht darüber im Klaren war, was jetzt E1, dass ich hier gleichzeitig, da ist auch unsere erste Markierung. Ja, das, weil ich mir nicht im Klaren war, was jetzt E1 und was E11 ist. Ich weiß auch noch, dass ich hier im Hauptbahnhof auf Toilette war. Ja, und dass ich auch schon ziemlich down war in dem Moment. Und ich mir so innerlich wünschte, einfach in dieses Hotel da reingehen zu können. Man wird doch, ja, irgendwie unempfindlicher und man ist doch für einen gewissen Komfort, je weiter das voranschreitet, irgendwie bereiter, irgendwie Geld auszugeben. Aber es wäre so oder so nicht gegangen. So, jetzt weiß ich noch nicht dahin oder hier runter. Ach, das nimmt sich nichts. Aber da merkt man schon wieder, ohne GPS hätte ich jetzt hier wieder nichts gefunden, wenn das dann richtig ist. Dieses sollte der offizielle Weg sein, aber Uferweg Schiffbauergasse Speicherstadt. Investition in ihre Zukunft. Okay. Korrigiere. Der Weg ist ausgeflaggt. Da hängt wieder unsere Markierung. Ich meine doch auch, als ich so die letzten Male hier war, wir werden gleich noch in Lienicker Brücke mit ein paar Wegen in Berührung kommen, die ich auch schon mal gegangen bin über den IVV seinerzeit. Link in der Videobeschreibung. Ja, es ist 8 Uhr. Der erste Eindruck, dass der Weg nicht richtig ausgeflaggt sei, hat sich nicht bestätigt. Die Ausflaggung ist sogar sehr gut. Also ich laufe jetzt schon, ich weiß nicht, viel ist es noch nicht, aber es sind wirklich mehr Markierungen da, als man verbraucht. Das ist wirklich doch im Moment sehr gut gemacht. Da vorne am Baum, wo der Kinderwagen unterwegs ist, ist dann auch die nächste Markierung. Jetzt bin ich ja doch noch mal wieder umgedreht. Hier kannst du kostenfrei Lebensmittel reinstellen oder rausnehmen. Ich weiß nicht, ob die Kamera diesen Schriftzug lesen kann. Foodsharing Verteiler. So, hier weiß ich schon, in diesem Kühlschrank ist erstmal so nichts drin. Aber in diesem war durchaus was drin. Da steht sogar noch ein Preis drauf, 3,65 €. Gut. Privileg, ja. Ach, da unten ist noch was. Habe ich noch gar nicht gesehen. Hier ist der. Das ist aber wohl alles Müll. Ja. Ja. Sind das da alles Mispeln? Da hat ja der Kanal ein Mann in Wald kürzlich. Seitdem der das Video über Misteln gemacht hat, sehe ich die Dinger überall.
Vorher habe ich mir da mal nie was bei gedacht. Also hier, ich bin gerade von da gekommen. Hier steht auch das erste Mal wirklich E11 dran. Und was ich hier so hermarschierte, hier war ich schon mal. War so mein erster Gedanke. Ich meine, ich bin von da gekommen. Und aber ich sehe keine. So eine typische IVV-Markierung oder so sehe ich hier aber auch nirgendwo. Ja, so ist so mein erster. War so meine Reaktion. Komisch, man müsste jetzt auf YouTube mal gucken, wie lange das her ist, dass ich hier das letzte Mal war. Ich meine hier bei Wartmanns Kaffee oder so, dass das auch eine Meldestelle ist für uns, dass ich hier auch noch einen IVV-Stempel oder sowas gesucht hätte. Aber spannend finde ich das schon. Man kommt auf so eine Stelle und sagt, hier war ich schon mal. Gut. Ich sag doch, hier war ich schon mal. SKC1 IVV. Auch da müsste man, ich meine wohl, dass ich hier gerade unterwegs habe ich auch noch eine Markierung gefunden, IVV6, also ja. Es ist 9 Uhr und Zeit, einfach mal die Kamera hochzuhalten. Vielleicht kann man auch mal hier ein bisschen über den Bach schwenken. Es ist jetzt gerade einfach 10 Uhr. Ja, wir sind, wie gesagt, der Weg ist gut ausgeflaggt, aber es fehlen doch immer wieder Fahnen. Offensichtlich ist so eine gewisse Zeit nicht nachgeflaggt worden. Ja, habe mich gerade auch schon mal für 3 Meter verlaufen, aber geht eigentlich. Es sind jetzt 12,6 Kilometer, die ich hierher gelaufen bin. Es ist 10.40 Uhr und ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich noch bis Westend weiterlaufen will. Das sind gut nochmal 12 Kilometer. Wahrscheinlich eher ein bisschen mehr. Und weil ich ja in Berlin bin, ich auch noch 6 Stunden nach Hause fahre. Aber momentan bin ich so drauf, dass ich weiterlaufen will. Und ja, jetzt brauche ich hier schon wieder, ich hoffe mal, es geht geradeaus weiter. Westend ist der nächste Bahnhof. Das nächste, was jetzt kommt, ist alles Grunewald. Da bin ich ja auch schon gewesen und eigentlich auch alles recht schön da. Momentan fühle ich mich so, dass ich das auch problemlos schaffen kann. Immer noch mit über 4 km/h unterwegs. Andersrum, wenn es dann 12 Kilometer sind, sind das noch 3 Stunden, 11, 12, 13, 14 Uhr. Dann noch 6 Stunden nach Hause sind 18 Uhr. Ja, irgendwo ist Berlin eine Reise wert und es muss sich auch lohnen. Ich riskiere das jetzt einfach mal. So, jetzt zeige ich euch mal die Gegend. Und dann muss ich gleich erstmal gucken, ob ich hier dann überhaupt richtig bin. Zehlendorf heißt das hier also. Ich dachte immer Glienicker Brücke oder so. Die ist hier, aber der E11 geht nicht über diese Glienicker Brücke. Ja.
Hier kommt wieder was Interessantes. Steglitz und Wanne-Eickel. Ach nee, Wannsee. Ja. Und ich weiß, dass ich über die Brücke auch schon irgendwie gefahren bin. Zumindest sagt das Navi das. Oh. Nein, ich bin jetzt nicht umgedreht, extra um das aufzunehmen. Das wusste ich nicht, dass es interessant wird. Es ist auch gleich 11 Uhr. Was macht man, das, wenn man sowas sieht? Das ist natürlich ein gewisses Risiko. Frei bis Baustelle. Ich sehe da unten aber einen Jogger laufen. Und es ist Sonntag. Das ist natürlich jetzt ein Risiko. Ich habe durchaus, also meistens waren, wenn ich durch Baustellen gelatscht bin und da Bauarbeiter waren, Bauarbeiter bzw. Bauarbeiterinnen. Bauarbeiterinnen habe ich aber selten welche gesehen. Gar nicht, will ich nicht sagen, aber selten. Also wir nutzen die maskuline Form für die nächsten 5 Minuten. Dann sind die fast immer ganz lieb, halten auch mit ihrem Bagger durchaus mal an, nehmen sogar Rücksicht und lassen einen sogar durch, machen einem sogar extra noch Platz, damit man bloß durch die Baustelle geht. Also meistens. Aber es hat auch schon Baustellen gegeben, wo ich wieder umdrehen musste, weil ich mit einmal vor einem 10 Meter tiefen Krater stand. Oder wo mit einmal einfach eine Brücke fehlte. Man weiß immer nicht, ob diese Schilder übertriebene Vorsicht sind oder ob sie wirklich eine Daseinsberechtigung haben. Gut. Ich bin momentan aber irgendwie ganz gut drauf. Risiko würde ich eingehen, beziehungsweise gehe ja schon das Risiko ein. Vor mir ist auf jeden Fall schon mal einer da trotzdem durch. Also nicht Gegenverkehr. Ja, also so viel zu diesem Schild. Man hätte aber auch ganz einfach außen rum gehen können. Das wäre, was ich so auf dem GPS hier sehe, kein Problem gewesen. Ein größeres Problem wird es jetzt, sich hier zurechtzufinden. Hier ist nochmal eine S-Haltestelle, S-Bahn-Haltestelle. Berlin hat hier meines Wissens auch eine richtige S-Bahn. Nikolasee. Normannenstraße. Normannenstraße, da war doch irgendwas. Moment, da ist vielleicht auch ein Bäcker, wo ich mal Pause machen könnte, sehe ich gerade. Ich weiß wieder, wo ich bin. Also als erstes Mal hier ist Frevel, Rosemeyerweg. Bernd Rosemeyer, Automobilrennfahrer, ja genau. Da braucht ihr doch wohl wenigstens eine Rosemeyerstraße. Also das ist Frevel. So, da vorne ist die Aral-Tankstelle und der Burger King. Hier bin ich auch schon mal gewesen. Und hier bin ich auch gestern, ich weiß. Ja, doch, hier war ich gestern auch schon. Hier bin ich lang gefahren, das erinnere ich. Und bei dem Burger King bin ich auch schon mal gewesen.
und es fängt doch verdammt an zu regnen. Es ist 12 Uhr. Hier neben uns ist das Wannsee-Bad oder Strand Wannsee oder so irgendwie, Home of the Triathlon. Ja. Auch heute ist das nur ein Spaziergang. Ja. Gut, einfach nur 12 Uhr. Heute scheint die GoPro übrigens ein bisschen zu funktionieren. Ich weiß noch nicht, ob die Bilder anschließend wieder alle auf dem Kopf stehen und auf Hochkant sind. Bin ich mal gespannt. Hier ist mal so ein Plätzchen, wo man wirklich mal ein bisschen was sieht. Ja, ich komme mit der GoPro immer noch nicht wirklich zurecht. So, und wie gesagt, besser du bleibst bei dir daheim, denn hier im Wald, da haust der Läum. Also es gibt immer wieder so merkwürdige Sprüche, die man da zu lesen kriegt. Manchmal lohnt es sich wirklich mal hinzugucken. So, ja, und so geht das hier den ganzen Tag schon. Ach ja, was ich eigentlich erzählen wollte, da war ich nur wieder zu faul, die Kamera rauszuholen. Gerade wich der GPS-Track vom eigentlichen Weg ab. Und da war ich dann wieder so ein bisschen... Ja. Was ist eigentlich mit unserem Herrn Sackmann los? Von dem hört man ja letztens halt auch so wenig. Der hätte jetzt die Kamera auf ein Stativ gestellt und wäre diese Treppe... Ja, für den ist es wahrscheinlich zu lächerlich. Dreimal rauf und runter. Böse Zungen, wie ich behaupten, ja, er hat irgendwie 42 Kameras. Wie ich schon sagte, das hier ist alles sehr gebirgig. Wie gesagt, das kommt mir alles so bekannt vor. Da ist wieder... an. Havelschausee, alte Saubucht, ja, das kommt mir so bekannt vor. Höhenweg, Flachtensee, okay, aber wir müssen definitiv wieder hier runter an die Havel. Moment, hier runter? Nee. Dummes Zeug, ich muss doch da oben wieder hoch. Und so geht das die ganze Zeit schon. Da kann ich nicht bei jedem kleinen Orientierungsproblem. Und hier, die sind wohl Markierungen, aber unsere Markierungen sind eben nicht da. Oh. Ja, und wieder hochklettern. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir hier eigentlich sind. Ich frage mich, ob man ohne Sauerstoffmaske hier oben hoch darf. Es ist 13 Uhr und es geht schon wieder so eine Kletterpartie los. Ja, von da bin ich gerade gekommen. Oh, Fahnen habe ich schon länger keine mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mal, die sind mir schon öfter aufgefallen, mal unsere gewesen sein könnten. Oh, klettern. So. Ich hätte die Kamera gerne auch 2-3 Minuten früher angemacht. Aber Datenschutzgrundverordnung, mir kamen Leute entgegen. Deswegen bin ich ja in Berlin. Passt. Aber das scheint ungefähr hier diese Zeichen. Die scheinen ungefähr auch unseren Weg zu meinen. Die verfolgen mich nämlich auch schon geraume Zeit. Heißt aber nicht, dass ich mich auf eine fremde Ausflaggung verlassen würde. Weil die kann ganz schnell, ganz gederbe
in die Irre führen. Wenn ich nicht total Tomaten auf die Augen habe, dann ist jetzt heute das zweite oder dritte Mal, dass ich einen Weg suche, den es nicht gibt. Also wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Tomaten auf die Augen habe, ist nicht vollkommen auszuschließen. Ich habe jetzt auf der Karte geguckt, dass dieser Weg, wo ich jetzt bin, aber auch wieder damit dem eigentlichen E11 zusammenlaufen sollte. Aber wahrscheinlich sogar der schönere ist. Ich bin es mir aber nicht hundertprozentig sicher, ist man sich da ja nie. Aber ja, so ein bisschen verdrehend bin ich schon. Entweder liegt, es kann natürlich auch sein, dass das GPS-Gerät heute einfach nicht so wirklich gut funktioniert. Fakt ist, dass ich heute von zwei Joggern auch schon gefragt wurde. Da sage ich, nee, ortskundig bin ich nicht. Ich kann es eventuell im GPS nachgucken. Ja, GPS, da hatten die gleichen Probleme wie ich. Also irgendwie, ja, irgendwie. So. Machen wir es mal besser so rum. Manchmal ist es doch ganz schön, Strecken zweimal zu laufen. Da ist wieder der Kaiser-Wilhelm-Turm oder Bismarck-Turm. Das sieht sogar aus, als wenn man vielleicht sogar hoch kann. Und ja, hier waren wir schon mal. Normalerweise wäre ich jetzt geplant, eigentlich auf der Straße lang gelaufen. Aber der Weg, den ich jetzt gegangen bin, der war eigentlich, ich denke mal, sowieso schöner. Das ist auch der IVV-Weg. So, jetzt muss ich wieder aufhören zu filmen. Ja, und da ist wieder eine Selbstkontrolle. Unterwegs war noch eine. Ich habe jetzt nicht mal jede gefilmt. Unter Umständen finde ich heute mehr von den Dingern, als an dem Tag, als ich hier offiziell unterwegs war. Ich komme heute aus dem Film nicht wieder raus. Ich bin da oben gerade auf dem Berg gewesen, einmal über den Berg gekraxelt und hier unten im Tal bauen die Berliner eine Aussichtsplattform. Also, wenn ich mal Asterix zitieren darf, die spinnen die Römer. Da steht man doch wirklich vor und fragt sich, was soll das? Auf diese Seite blicken Sie in einen deutlich helleren, luftigeren Baumbestand mit verschiedenen Baumarten und Altersstufen, wie er beim Waldumbau entsteht. Ja. Also, irgendwie sehe ich den Wald vor Bäumen nicht mehr. Aber allein die Tatsache, auf die Idee zu kommen, eine Aussichtsplattform am tiefsten Punkt hinzustellen, die Idee ist irgendwie so schräg, dass sie schon fast wieder gut ist. So. Auf dieser Seite können Sie einen Blick in einen eher eintönigen Nadelbaumbestand mit starkem Unterbewuchs gestrüpp werfen, der Ihnen vielleicht sogar ein Gefühl von Enge gibt. Also ich bleibe dabei. Ich sehe hier den Wald vor Bäumen nicht mehr. Es ist 14 Uhr, beziehungsweise eigentlich ist es schon 10 nach 2. Aber man ist hier halt doch nicht so ganz alleine. Ja, und die DSGVO schmeißt also doch ihre Schatten. Man muss vorsichtig sein, irgendwo zu filmen, wo Leute sind. Und das ging gerade eben nicht. Ja, hier bin ich jetzt wieder auf so einer Seitenstraße. Umgefallene Bäume. Ja, und sowas mitten in Berlin finde ich schon irgendwo. Ich meine, grundsätzlich ist ein umgefallener Baum nichts mehr, wofür ich jetzt umdrehen würde, wie in diesem Fall, und die Kamera rausholen. Aber hier so mitten in Berlin. Oh. Hier so mitten in Berlin finde ich das schon interessant.
habe das so gemacht, ist, dass dieser Weg verfallen soll. Förster machen das ja mal, dass die so ganz bewusst Gestrüpp auf Wege legen, die zuwachsen sollen. Da bin ich, das war auch hier in Berlin, doch. Genau, wo ich mitten in der Pampa stand. Und ebenfalls nur über Gestrüpp gestolpert bin. Richtig. Nee, das sieht hier aber noch nicht danach aus. So, das sieht man jetzt hier kaum. Da oben ist eine Kuppel. Hier hat die einer der östlichsten Posten der Eloka gesessen. Und zwar waren das unsere alliierten Freunde. Da durften wir von der Bundeswehr ja nicht rein. Wir hatten unseren östlichen Posten. Mich wundert, was hier alles noch an Autos rumsteht. Ich dachte, das sei ein verfallenes Gelände. Aber der Zaun ist auch noch geflickt. Und so, ich muss jetzt auch hier wieder runter. Ja, so, wir hatten... Da ist der Turm oben durchs Gestrüpp. Jetzt ist zumindest Winter ein bisschen was zu erkennen. Gut. Oh Scheiße, der ist GOV. So. Und wir hatten unseren östlichsten Posten von der Bundeswehr auf dem Stöverhai im Harz. Das gegenüber vom Brocken. Heute darf man das ja erzählen. Ja, und das war mal meine Kompanie. Vor Urzeiten. Also wenn ich sowas sehe, dann schlägt mein Herz doch ein bisschen höher. Das waren noch Zeiten. Ja. Ja, zu meinen Zeiten schon nicht mehr. Wir waren eigentlich mehr am Auflösen. Aber es gab zu meinen Zeiten ja noch sowjetische Kräfte in der Deutschen Demokratischen Republik. Und die haben wir dann überwacht. Das, was noch da war. Ja. So, und als sie dann weg waren, sind auch wir dann aufgelöst worden. Ja, und dann war es das. Dann durfte man zur kämpfenden Truppe. Und bei den Heeresfliegern ging es dann doch einiges militärischer zu als bei der Eloka. Aber gut, wen interessiert's, ne? Ja, hätte ich fast vergessen, es ist 15 Uhr. Oh, es ist 3:15 Uhr. Ich bin gerade da den Weg hochgekraxelt und ihr seht schon, warum ich die Kamera rausgeholt habe. Das ist ein Panoramablick von hier oben. Wir sind hier ungefähr 100 Meter hoch. Navigationsgerät sagt 96 Meter seien es. Den Drachenflieger habe ich von unten auch gesehen. Das ist wie gesagt der Teufelsberg, die Eloka-Anlage. Hatte ich ja gerade. Ich weiß noch nicht, wie ich schneide. Also gemäß GPS geht der Weg jetzt hierher. Nee, abgeschlossen ist das offensichtlich nicht. Also Leinenzwang für Hunde. An alle Nutzer des Waldweges. Ich habe nur immer ein Problem damit, wenn ich durch solche Tore muss, weil ich nicht weiß, ob auf der anderen Seite auch ein Tor ist, was eventuell dann verschlossen ist. Ne, da hatte ich gerade in den Niederlanden, in Friesland genau, also ja, umgangssprachlich in Holland, in Delfzijl, genau dasselbe Problem, dass ich da nachts noch total groggy und K.O., aber ich wollte die Tour fertig haben, noch durch so ein Tor musste. Und da denke ich, wenn da jetzt auf der anderen Seite auch ein Tor ist, was zu ist, dann sitzt du in der Falle. Da musst du Kilometer weiß zurück. Bah. Nee, war aber nicht. War aber nicht. Das Tor war bloß eine Attrappe. Aber selbst wenn das Tor zu gewesen wäre, aber das könnt ihr euch dann ja in dem entsprechenden Video selbst angucken. Es ist 16 Uhr. Ich bin am Olympiastadion. Das ist wohl da vorne. Als Schüler bin ich hier wohl schon mal gewesen. Ja. Jetzt müssen wir natürlich hier ein bisschen dämlich für den Schwenk, für den 16 Uhr Schwenk.
Das ist aber schon ein Anblick. Jo. So, wo ich hier schon mal stehe, 32,7 Kilometer, 16:01, 4,8 in Bewegung, 4,0 Gesamtschnitt, 53 Meter über Normal Null, 6 Stunden 47 in Bewegung, 1 Stunde 26 Pause. So, ich verspreche, dass ich, wenn ich wieder am Auto bin, nochmal ein bisschen was mehr dazu sage. Da habe ich nämlich die andere Kamera und habe dann auch wieder ein Bild dran. So, wenn wir jetzt hier mal gucken, boah, sind das Gleisanlagen. Aber ich muss wohl da unten hin. Das hier, doch, das ist auch S-Bahn. Wie man kann man an der Mittelstromschiene sehen, weil die S-Bahn den Strom ja von unten kriegt. Aber ich muss da unten hin, wo wirklich Zugverkehr ist, und vor allen Dingen brauche ich jetzt eine Fahrkarte. Ich habe es ja heute ein bisschen anders gemacht. Ich bin vom Start losgelaufen zum Ziel. Das war auch ganz gut. Und dann mit der S-Bahn hierher zurück. Hat auch reibungslos eigentlich geklappt, vom Olympiastadion mit einmal umsteigen am Westkreuz, 3,40 Euro hier wieder runter. Da kann ich sogar nicht mal klagen. Ich habe bei der letzten Tour 16,60 Euro oder so in den Niederlanden bezahlt. Auch für 40 Kilometer. Und das waren jetzt 3,40 Euro für 30 Kilometer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ziehen wir noch mal eben kurz Bilanz, weil im Auto habe ich ja doch mehr Ruhe. Da im Olympiastadion, irgendwo stand immer einer, die haben alle hier Langeweile und gucken, ah, da redet einer mit der Kamera. Ja, das ist was richtig Besonderes. Okay. Guck mal, da redet einer mit der Kamera. Ich muss da immer an Loriot denken. Der Mann ist... So, zum Schluss hier in Potsdam bin ich noch mal einmal eine Ehrenrunde um den Bahnhof, weil ich nicht wusste, P1, P2, das hatte ich mir heute Morgen nicht gemerkt. Steht auch auf der Parkhauskarte nicht drauf. Die Ausflaggung war bis zum Bismarckturm oder Kaiser-Wilhelm-Turm oder wie der Turm auch immer heißt, durchwachsen. Und dann war sie zu Ende. Also durchwachsen heißt von hier, vom Potsdam Hauptbahnhof bis zu diesem Turm, kann man mit Unterstützung, kommt man da recht gut zurecht. Und dann war sie schlagartig zu Ende. Danach kam keine einzige ein oder zwei Fahnen, vielleicht noch irgendwo. Da am Teufelsberg, das war ganz schön, mal die Eloka-Anlage zu sehen. Wie gesagt, habe ich ja 4 Jahre gedient. War ganz schön, dieser Berg, 100 Meter hoch. Ich muss mal bei Wikipedia gucken, ob ich jetzt vielleicht... Ich war ja schon auf dem höchsten Berg in Schleswig-Holstein. Und jetzt, ob ich jetzt auch auf dem höchsten Berg in Berlin war. Muss ich mal schauen. ja, so, und wie gesagt, zum Schluss, ich habe mich mehrfach verlaufen. Auch die GPS-Daten. Ja, schmeiß weg. Auch die GPS-Daten waren relativ grob, wobei das kann mit atmosphärischen Störungen zu tun haben. Sonnenfleckenaktivität ist da zum Beispiel so ein Ding, dann funktionieren die GPS-Geräte nicht richtig. Und der schwerste Weg, den ein Wanderer gehen kann, ist der Weg zurück. Und das hatte ich zweimal, waren jeweils bloß ein paar Meter, vielleicht 100 Meter, wenn es hochkommt. Aber ist trotzdem der Weg zurück, wenn du wirklich merkst, du musst zurück. Gibt keine Alternative, außer vielleicht so den Berg hoch. Also so. Ja, das ist der schwerste Weg. Und das hatten wir halt ein paar Mal. Nee, ansonsten war es super. Gut, heute ist Sonntag. Berlin ist natürlich klar, wenn du im Zentrum irgendwo läufst oder da läufst, wo viele Menschen sind und hier wohnen viele Menschen halt, ne? Da musst du immer mit viel Verkehr rechnen. War auch so. Jo. Ansonsten war es das. Jetzt geht's nach Hause. Jetzt muss ich zusehen, dass ich die Videos fertig kriege. Ach, ja. War immer ganz schön, war auch anstrengend. Gut, bis dahin. Tschüss.